farbenprächtige Kostüme, anmutige Tanzeinlagen, atemberaubende Artistik, todesmutige Raubtierdressur, zwerchfellstrapazierende Clownerie und das alles immer wieder angereichert mit glamouröser Revueunterhaltung. Dafür steht der Zirkus Charles Knie, der derzeit in Gießen auf dem Messeplatz an der Ringallee gastiert. In diesem Jahr haben wir ein komplett neues Programm im Zirkus Charles Knie. Wir haben neue Kostüme für das Ballett, ein neues Motto, eine Reise um den Globus in 150 Minuten, haben neue internationale Startisten engagiert. Also jeder, der uns noch von vor 2 Jahren kennt, wird das Programm nicht mehr wiedererkennen. Es ist noch sensationeller, noch spektakulärer. Besonderes Highlight, ganz neue Flugtrapez aus Brasilien, die Flying Mendoza, die auch den dreifachen Salto Mortale zeigen. Und dann natürlich die vielen exotischen Bilder, die Rollschuhartisten, unsere Seelöwen haben neue Tricks drauf und werden jetzt auch von Miss Mona vorgeführt, einer jungen Dame, die jetzt wirklich seit einem Jahr erst mit den Seelöwen arbeitet und das klappt super. Dann Alexander Lacy mit den Raubtieren hat seine Darbietung auch komplett geändert und ist ein ganz neues Bild. Und dann Bauchredner haben wir jetzt dabei, wir haben unseren Taschendieb Kenny Quinn dabei. Also es gibt unheimlich viele Highlights, einen komplett neuen Clown auch, Clown André aus der Schweiz, der auch schon bei großen Zirkusfestivals zu sehen war. International, vielfältig und die doppelte Anzahl an Artisten im Vergleich zu vor 2 Jahren. Noch bis zum Dienstag sind wir hier in Gießen, die letzte Vorstellung am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr. Thank you.